Ein schnurriges Willkommen bei Panties spielt Half-Life 2 und hier sieht man sie, unsere kleinen Hündchen. Ja, wer hat uns den Weg freigekämpft? Ihr habt uns den Weg freigekämpft. Ach, wie süß. Gut, wir gucken mal weiter. Hier hinten ist noch ein Turm, da können die auf uns schießen. Daher gehe ich jetzt so ziemlich in Deckung. Und schmeiß mal den Ferroport, damit die Gegner, die da drin sind, ablenken. Oh, okay, die haben gar keinen Geschützturm da drin. Noch besser. Dann nicht ablenken, sondern einfach umbringen. Ja, doch, ist doch ein Geschützturm. So, dann lenk mal ab. Ich renne währenddessen mal vor. Runter. Genau, move it. So, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass die versuchen hier. Hey, rennen. Dankeschön. Was ich schade finde, ist, man sieht hier nicht das Funkgerät, was man hier hört. Ich habe jetzt auch leider akustisch nicht verstanden, was sie gesagt haben. So. Aber hier ist der Eingang zu dem ehemaligen Gefängnis Nova Prospect, was jetzt etwas viel Schlimmeres ist. Können wir nicht rein. Ich gehe davon aus, dass wir hier hoch müssen. Hier müsste also irgendwo ein Weg nach oben sein. Bin ich blind oder? Nee. Da ist er nicht. Gut. Dann schauen wir mal weiter. Ach ja. Jetzt kommt nochmal so eine Sequenz wie in Half-Life 1, als man am Rand von dieser Basis da so hoch musste. Die beiden wachen jetzt sicher gleich auf. Von daher ziehen wir mal direkt die Ameisenlöwen drauf. Und wir erinnern uns, die eine Ameisenlöwe war schwächer als so einer. Von daher müssen wir danach helfen. So, das nehmen wir mal mit. Und jetzt kommen wir hier hoch. Keine Angst, das waren nicht die letzten Ameisenlöwe, die ihr gerade gehört habt. Da kommen die nächsten schon. So. Das ist tatsächlich von der Streuung her effizienter. Da muss auch noch einer. Das trifft nicht. Dann machen wir mal so und zeigen euch mal die hier. Das ist natürlich eine Art Snipergewehr. Die hätte ich schon viel früher verwenden können. Ich bin aber irgendwie immer der, der die starken Waffen lieber aufhebt. Dieses Ding kann aber tatsächlich die Gegner auch an die Wand nageln. So. Die Ameisenlöwen kümmern sich schon mal um die Leute. Und ich hüpfe hier mal weiter. So. So, dann kann ich hier hoch und hier hoch. So, das hier ist jetzt der Eingang zu Nova Prospect.
dann speichern. So. Und da sieht man schon, da haben sie einfach ein paar Leute entsorgt, mit denen sie sonst was gemacht haben. Okay, hier sind die Sicherheitstürme. Und jetzt haben wir den Alarm ausgelöst. Aber wir haben hier eine sehr effiziente Waffe. Das heißt, solange wir Munition haben und solange wir nicht wie jetzt gezielt zweimal hintereinander gegen diesen Pfosten hier schießen. Vier Schuss haben wir noch. Eins. Und man sieht, wie die Ameisen dürfen auch hochhüpfen. Jetzt, wo sie nicht mehr abgeschossen werden. Und hier hinten stehen nochmal zwei. Eine an der Kanone. Noch einer an der Kanone. Und der dritte kommt natürlich nicht auf die Idee, an die Kanone zu gehen. Gut, auf der anderen Seite. Jetzt ist er da. Auf der anderen Seite sind seine beiden Kameraden genau an diesem Ort abgeschossen worden. Da würde ich auch nicht sofort hingehen. Ich übrigens gerade beim Cola-Einschenken erstmal schön eine Sauerei gemacht. Muss ich eben kurz wegwischen. Tut mir leid. Glücklicherweise ist das die zuckerfreie Fritz. Sprich, es wird zumindest nicht kleben. So, letzter Schuss. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt nicht die Waffe. Wir machen mal mit der hier weiter. Aber wir haben ja auch schon die Türme freigeräumt. Von daher ist das hier gar nicht so schlimm. So, mal speichern. Na, das ist die Waffe, die ich haben will. Denn das geht jetzt noch so weiter. So. Geht mal alle dahin. Hier wird eine Flare abgeschossen, um zu sagen, Leute, alle von meinen Soldaten bitte hierhin kommen. Da kommt jetzt das Interessante, nämlich ein Ubi und einen Schuss, ehrlich. Das heißt, wir dürfen jetzt erstmal rausfinden, wo hier die Munition versteckt ist. Ja, die ist natürlich hier irgendwo versteckt. Aber wir müssen sie finden, denn ohne gehen wir den Hubschrauber nicht klein. Ich werde jetzt erstmal scouten. Das heißt, ich interessiere mich nicht dafür. Hier ist die Munition. Hier oben also. So. Und ich werde von allen Seiten beschossen. Keine Ahnung von wo. Ah, von hier oben. Gut. So, jetzt müssen wir also ein wenig. Uns darum kümmern, dass wir hier nicht nur langlaufen, sondern auch die Leute dabei abschießen. Dass sie uns nicht abschießen können, während wir den Hubschrauber beschießen. Und das Ganze natürlich, während der Hubschrauber uns beschießen will. Ich habe keine Granate für die Waffe. Mist. Mist, 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 Mist. Da kommt der her, da kommt der her. Kann mir die Munition schnappen und hoffentlich ihn hier mehr als nur 9. Na, das ist scheiße. Der ist natürlich super ausgewichen. Ja, okay. Da geht mir die Munition aus. 2. Nummer 3 und das war einmal ein fliegender Schießhubschrauber. So, dann geht mir die
Munition langsam aus. Da ist eine Granate. Der wurde nicht. Fein gemacht. Fein gemacht. Letztes Mal habe ich hier auch mehrfach gebraucht. Bis ich hier. Da ist noch einer. Na gut. So. So. Wir schießen die erstmal nach oben. Da hat er ihn abgeschossen. Einmal. Zweimal. Nachladen. Dreimal. Nichts gibt's. So einfach kommen wir die nicht davon. So, aber jetzt sollten wir unsere Ruhe haben, während wir hier gucken. Ah, hier ist was aufgesprengt worden. Dann würde ich sagen, gucken wir da mal rein. So. Also wieder die Stimme sagt, dass ich in das Ding reingekommen bin. Ich auch wieder schön verneusprecht, vernewspeakt, dass ich reingekommen bin und dass bitte die Truppen in Nova Prospect sich jetzt um mich kümmern sollen. Gut. Das ist nicht gut. Auf der anderen Seite ist das normal. Aus spieltechnischer Sicht, die wollen nicht, dass ich als hin und her renne beliebig. Ich soll jetzt hier sein und nicht mehr zurückgehen. So, das ist also ein ehemaliges Gefängnis. Und hier sieht man schon hier das Blut an der Wand und so. Es wurde uns ja schon gesagt, it has become much worse. Es ist etwas viel Schlimmeres geworden. Quasi ein Schlachthaus. Und wenn ihr euch am Anfang erinnert, das ist mir erst bei diesem Durchspielen aufgefallen. Wenn ihr euch an den Anfang erinnert, hieß es, ich war gerade dabei, in einen Zug nach Nova Prospect zu steigen. Das heißt, hier, genau hier wäre ich hingefahren. Umwerfen, das ist anders als im ersten Teil. Ich drehe ihn mal rum. Und jetzt können die Ameisenlöwen sich seiner annehmen. Der kann natürlich lang draufhauen. Durch die Wand durch, ist auch lustig. Schiebt hier dieses Ding immer weiter. Jetzt ist das Ding endlich umgefallen. Natürlich hätte ich hier auch die Gravity Gun nehmen können. In eine Art gefallen, dass er wieder gestanden hat. Also ist er noch aktiv. Dann schauen wir mal weiter. Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite in diesem blutverschmierten Raum und sammeln erstmal Suit-Energie ein. Und einen Punkt Heilung. Jetzt können wir uns hier angucken, da sehen wir die Ameisenlöwen ankommen. Hier sehen wir den G-Man. Der ist also schon da. Interessant, hier ist auch noch ein Lambda-Cache. Mal weiter. Ja, hier werden zwei Leute auch von Ameisen. Okay, hier ist noch so eine Ameisenlöwen-Mama.
gut zu wissen, dass hier in Nova Prospect noch eine Ameisenlöwenmama auf uns wartet. Aber hoffentlich haben wir noch ein bisschen Zeit, bis wir die treffen. Da kommen wir nicht durch. Da kommen wir wahrscheinlich sogar her. So. Einmal, zweimal. Sobald die liegen, gehen sie kaputt. So, das heißt, die Ameisenlöwen können hier auch durch. Was haben wir hier? Das hier ist eindeutig eine Art Medizinraum, mit Sicherheit als Verhörraum missbraucht worden. Quatsch. Das wollte ich machen. Und hier ist noch ein bisschen was drin. So. Dann schauen wir mal. Hier kommen wir einfach. Na, gucken wir wieder die Treppe runter. So. Gut. Der Check war, das Wasser ist nicht elektrisiert. Also können wir rein. So. Ich dachte, ich kann dort vorbeilaufen. Naja, kann halt nicht. So. Ist jetzt natürlich voll die. Die greifen mich nicht an und ich krieg die nicht getroffen. So. Ja, gegen normale Menschen ohne meinen Anzug. Ich habe hier immer noch den HIV-Anzug, oder wieder den HIV-Anzug an. Würden die einfach nur draufspringen und dann wären die Menschen tot. Aber ich mit meinem Anzug, naja, da kommen die halt nicht so schnell durch. Hier, das sind übrigens die Stelle, ne? Da haben wir die zwei Türme eben platt gemacht. Jetzt nennen sie mich übrigens auch Anti-Citizen Freeman und nicht nur mehr Anti-Citizen One. So, hier oben sind Türme, die auf mich schießen würden, aber ich habe nichts, ihnen entgegenzusetzen. Ich kann nicht runter. Ich kann nicht zu ihnen rein. Aber jetzt. Nein. Man hört ganz entfernt die Ameisenlöwen. Ich muss da selber mit klarkommen. Die Ameisenlöwen sind schon wo unterwegs. Na komm schon. So, und zwar ist das ein Granatenabschnitt. Die Granate muss da oben landen und den Turm fetten, umwerfen. So, das war der eine. Und ich weiß, hier war noch ein zweiter. Der ist hier, genau. Granate. Und da fliegt er und landet auf der Seite. Wie gesagt, es kann sein. Es kann passieren, dass er nicht auf der Seite, sondern auf dem stehend landet und dann haben wir das Pech, dass der noch aktiv ist. So, hier wieder der Lambda-Cache. Das ist die Nummer 15 von 45, sagt mir das Achievement-Fenster, aber ich bin mir sicher, ich habe die über die Hälfte nicht gekriegt schon. Leider bekomme ich jetzt hier keine Energie oder sowas. So. Dann wollen wir doch mal weiter. So. Und hier, das ist die Stelle, wo die Mama schon einige Leute getötet hat. Und genau da muss ich jetzt hin. Dann würde ich sagen, ich nehme schon mal die hier. Und schieß einmal daneben, zweimal daneben. Und treffe einmal. So, okay.
Hallo Mama. Einmal. Zweimal. Und damit ist die Mama besiegt und die Ameisendöwen hören wieder auf mich. So, politische irgendwas sollen, mit denen soll etwas gemacht werden, vor allem soll ein Kontakt nach außen verhindert werden. Das heißt, die sind politische Gefangene, würde ich mal behaupten. So, ich habe tatsächlich das englische Wort, das die Stimme gesagt hat, schon wieder vergessen. So, schön wäre eigentlich, wenn man jetzt ein Ferropod-Upgrade kriegen würde. Ah, hier geht's lang. Einmal die Tür freiräumen. Natürlich, wie man sieht, haben die versucht zu verhindern, dass etwas hier hineinkommt. Weil so wie die Tür blockiert war, war das eigentlich ein Blockieren gegen Leute, die in den Raum rein wollen. Leute, das ist eure Stunde. Bitteschön. Da ist er direkt rein. Dahin. Da hinten ist ein Geschützturm. Und den halten wir uns mal fern. Der Geschützturm hier kann jetzt von uns umgeschossen werden. Und der Geschützturm wurde schon von den Ameisenlöwen platt gemacht. Das ist sehr schön. So, die Tür hier ist zu. Da oben sehe ich auch nichts, um die Tür zu öffnen. Ah, die Tür aufgemacht. Gut. So. Was ich. Mit denen man die Merhex umbringen. Was man mit denen auch machen kann, man kann sie einfach nehmen und gegen die Wand schießen mit der Gravity Gun oder dem Nullpunkt blablabla Materie Manipulator, wie er ja eigentlich heißt. Granate. Hier wird ein Energie aus. Den Vortigern, der wird am Vortigern gequält. Das wollen wir nicht zulassen. Er scheint aber trotzdem schon tot zu sein. Schade. Okay, was haben wir hier? Hier ist ein Schalter, den können wir umlegen. Damit haben wir wahrscheinlich jetzt die Tür geöffnet. Wir fangen mal Munition für die. Sehr praktisch. So. Jetzt ist entweder diese Tür aufgegangen und oder die andere. Diese rote Linie hier ist aktiviert Selbstschussanlagen. Da wollen wir also nicht einfach so durch. Wobei unsere Ameisen dürfen da sowieso einfach durchrennen werden. Die löst wahrscheinlich einen Alarm aus. Nein, das scheint einfach eine Bombe gewesen zu sein. So sehen die Minen in diesem Spiel aus. So, dann gucken wir mal hier auf das Bild. Aha. Da kommen also Leute. Da ist eine Selbstschussanlage und die Leute, die kamen. So, Ferroport dahin. Ihr beschützt mich. Ich mach die Tür auf. Und lass die Leute durch. Da unten wird heftig gekämpft. Ich weiß, dass meine Ameisen stärker sind eigentlich als die Leute. Geh aber trotzdem mal runter.
Tatsächlich muss ich sagen, wenn ich einen Ameisenlöwen als Haustier hätte, würde ich ihn auch besser behandeln, als die Ameisenlöwen hier im Spiel behandelt werden von Gordon Freeman. Weil eigentlich nutzt man seine Haustiere nicht als lebende Munition. Aha. Das ist also das Problem. Hier ist ein Geschützturm, auf dem ich schnell rüberrenne. Wegschießen. Dadurch schießt er, wie man sieht, wild in alle Richtungen. Da kann ich nicht durch. Ich habe vergessen zu speichern, bevor ich rauskriege, was ich durchlangen muss. Da schießen wir mal eine Granate hinterher. Zwei Selbstschuss-MGs sind zerstört, eine dritte ist noch da. Nein, okay. So, jetzt können wir erstmal hier in Ruhe hin. Okay, das Kabel geht nach da drüben. Da kommen wir nicht hin. Können wir hier vielleicht eine Granate reinwerfen? Nicht von der anderen Seite. Nein. Ah, okay. Wir können hier in einen Wartungsschacht. Oder gesagt, Luftschacht. Interessanterweise denke ich hier einiges. Einiges wird hier von dem Ding, na, komm schon, zerschreddert. Das reicht nicht aus. Wow, da wird das ziemlich. Komm schon, ich gehe davon aus, wenn der Motor jetzt lang genug aus ist, dann geht er kaputt. Genau. So, und damit ist das Ding ungefährlich. Wir müssen nur einfach durchgehen. Und wir haben auch schon den Strom ausgemacht. Da brauchen wir gar keine Munition zu verschwenden, solange die Ameisenlöwen bei uns sind. So. Dann gehen wir mal hier die Treppe hoch. Geht mal vor. Ich bin jetzt leise, damit ihr ein bisschen hört und lest, was Dr. Breen zu sagen hat. Out.
Das war dumm. Ein Turm ist weg. So, jetzt haben wir die Nachricht von Dr. Breen komplett gehört. Und habt ihr es gehört? Er hat gesagt, dass, wenn wir uns nicht fügen, die totale Auslöschung droht. Und genauso wie für die nicht würdigen Teile der Spezies. Und ich gehe davon aus, das ist genau gemeint mit den ganzen Leuten in City 17. Die sind als nicht würdig erachtet worden und sollen alle ausgelöscht werden. Das ist also jetzt zeigt er sein wahres Gesicht, das ist das, was hier wirklich vor sich geht. Ja, das war jetzt auch sehr klug von mir, wie ich hier hochgelaufen bin. So, also jetzt nochmal, das ist das, was hier vor sich geht. Das heißt, wir kämpfen hier tatsächlich nicht nur gegen eine Dystopie, gegen einen Unterdrückungsstaat, sondern tatsächlich soll scheinbar ein Großteil der Menschheit ausgelöscht werden. Das, was viele Verschwörungstheoretiker über unsere Realität sagen. Entschuldigung. Nun, ob wir das schaffen, das Ganze zu verhindern, würde ich sagen, schauen wir uns nächste Woche mal an. Ich habe gerade ziemlich viel Luft im Bauch. Entschuldige mich schon dafür. Schauen wir uns nächste Woche an. Und ich höre jetzt mit der Aufnahme erstmal auf und sage Ciao, miau. Gell, wir sagen Ciao, miau. Ciao, miau.